Herzlich willkommen zu dem ML Agents Workshop in Unity. Unten habt ihr wie immer die Timestamps. Viel Spaß mit dem Video nach dem Intro. Unity haben wir auf dem Channel schon ein, zwei Mal behandelt. Das Produktportfolio ist gigantisch. Heute wollen wir uns deshalb mal mit den Machine Learning Agents auseinandersetzen. Machine Learning ist für die meisten wahrscheinlich mittlerweile ein Begriff. Dennoch haben eventuell ein paar von euch noch bis jetzt keine eigenen Modelle erstellt oder entwickelt. Unity MLA bietet deshalb einen guten Grundbaustein durch die Open-Source-Umgebung und intuitive Programmierung. Von Unity Computer Vision über Roboter-Simulationen und anderen Simulationen deckt Unity MLA ein breites Spektrum ab. Über den GitHub-Link kommt ihr auf die Git-Seite. Klont euch das Repository oder downloadet es hier als Zip. Scrollt ihr runter, findet ihr die einzelnen Releases inklusive Docs. In denen wird euch von den Installationen über Tutorials noch ein Großteil an Informationen mitgegeben. Weiterhin findet ihr auch die benötigte Unity-Version und auch die benötigte Python-Version. Dazu aber später noch mehr. Geht also nun rüber zurück auf Unity und downloadet euch dort den Unity Hub. Anschließend installiert ihr ihn an dem jeweils dafür für euch perfekten Ort. Ich habe mich einfach mal für E entschieden als Laufwerk, weil C bei mir meistens schon relativ voll ist, aber ihr könnt es dann natürlich auch auf C lassen oder auf D, wo auch immer ihr möchtet. Wartet, bis die Installation abgeschlossen ist und drückt auf Fertigstellen. Als nächstes seht ihr das Fenster vom Unity Hub. Ihr werdet aufgefordert, eine Lizenz zu registrieren. Dafür müsst ihr euch erstmal einloggen. Wenn ihr ein Konto habt, gebt das hier an oder erstellt einfach da oben bei Create One ein neues. Habt ihr euch angemeldet, müsst ihr einmal einen Lizenzkey eingeben. Entweder habt ihr einen oder ihr aktiviert einen neuen. Für unsere Zwecke ist Unity Personal perfekt. Dadurch, dass wir wieder eine Company sind, die damit Umsatz generiert, sondern es nur für eigene persönliche Zwecke benutzen. Als nächstes seht ihr hier, dass ihr eure Personal Lizenz bekommen habt. Wenn ihr jetzt hier seid und in dem Projektreiter wechselt, drückt ihr auf Neu. Wie ihr erkennen könnt, könnt ihr kein neues Projekt erstellen, weil bis jetzt keine Unity-Version installiert ist. Geht also unten auf Installs und wählt euch eine verschiedene Unity-Release aus. Im Git ist angezeigt, welche Version ihr braucht. Entweder die 2019er da unten oder eine neuere. Ihr solltet also die LTS-Version nehmen, wie 2019.4, die dem Mindestanspruch genügt, oder halt eben wie ich die neueste Version von Unity LTS. Hier könnt ihr noch ein paar Bonus-Features installieren und noch dazu die Microsoft Visual Studio Community. Als nächstes seht ihr, dass Unity installiert wird. Lasst uns in der Zwischenzeit rüberwechseln und Python installieren. Wie ihr erkennen könnt, brauchen wir die Version 3.6.1. Ich habe zuerst den Fehler gemacht und habe mir die neueste Python-Version geholt. Dadurch, dass die aber mit dem späteren Update nicht
komplett kompatibel ist, empfehle ich euch deshalb, eine andere Python-Version zu nehmen, um damit zukünftige Fehler einfach schon vorher zu beseitigen. In vielen Fällen kommt es vor, dass euch sowas passiert, googelt einfach. Die beste Version, die ich gefunden habe, ist 3.8.10 und achtet darauf, dass diese auch im Path installiert wird. Mit 3.8.10 sind wir weiterhin halt auch eben über den Mindestanforderungen von 3.6 wieder. Überprüft in eure Konsole mit CMD, ob Python installiert ist, indem ihr Python eingibt. Das sollte dann 3.8.10 zeigen. Mit Exit und zwei Klammern kommt ihr wieder aus der Konsole raus. Weiterhin sollte es auch mit PY gehen. Damit seht ihr auch wieder an den drei öffnenden Zeichen, dass ihr in der Python-Konsole seid. Wenn Unity fertiggestellt ist, könnt ihr erkennen, dass es dann auf Installing wechselt. Kommen wir also nun als nächstes dazu, die ML Agents einzurichten. Dafür öffnet ihr einmal eure RAW-Datei, die ihr vorhin vom Git runtergeladen habt. Ich habe hier schon mal einen Projektordner erstellt innerhalb von Unity. Ihr könnt den natürlich auch anlegen, wo ihr wollt. Und ja, navigiert dort erstmal hin. Als nächstes kopiert ihr diesen Ordner von ML Agents Main in den Projektordner. Seid ihr fertig, wird euch der Ordner angezeigt. Unity sollte jetzt auch durch sein. Als nächstes drückt ihr auf Projekte und addet es. Ihr könnt natürlich auch ein neues erstellen, aber adden funktioniert einfacher. Als nächstes wählt ihr den Folder aus, den ihr gerade eben erstellt habt. Bei mir Unity Projects, ML Agents, geht dann hier auf Project und drückt auf Ordner auswählen. Wie ihr erkennen könnt, wurde es hinzugefügt. Ihr seht eine kleine Warnung dadurch, dass dieses Projekt mit der Version 2019.4 erstellt wurde. Alternativ könnt ihr diese jetzt auch noch hinzufügen oder halt eben einfach hier eure neueste Version auswählen. Deswegen ist es eben wichtig, dass die LTS-Version aktiviert ist, damit wenigstens das übereinstimmt. Hier wird euch kurz gesagt, dass diese Version jetzt geupdatet wird in eurem Projekt und das kann ein paar Minuten dauern. Als nächstes sollte sich dieses Fenster öffnen, wo Unity dann die gesamten Packages neu modelliert. Ist es fertig, sollte sich das Unity-Fenster öffnen. Hin und wieder kann es dadurch vorkommen, dass unten eventuell bei dem Computing etwas ein bisschen länger dauert bei den Shadern, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Als nächstes gebt ihr CMD in eurem Projektordner ein. Damit kommt ihr direkt in die Konsolenfahrt. Ihr könnt natürlich auch mit CD durch die Konsole navigieren. Als nächstes schreibt ihr Python-M-Venv. Damit wird ein Virtual Environment angelegt, was ihr dann auch erkennen könnt durch den Ordner Venv. Drückt ihr hier einmal rauf, seht ihr drei Ordner und eine PI-Konfigurationsdatei. Geht ihr auf Scripts, seht ihr das Activate-Script. Das Activate-Script ist das Script, was wir brauchen, um die Virtual Environment zu aktivieren. Demnach navigiert ihr wieder in euren Projects-Ordner, macht dann Funf, Scripts und danach Activate. Virtuelle Konsolen sind perfekt, weil ihr hiermit jede einzelne Python-Datei ihre eigene Umgebung geben könnt, ohne eure anderen Projekte damit durcheinander zu bringen. Jetzt sollte sich eure virtuelle Konsole aktiviert haben, was ihr daran erkennt, dass Venv vor eurem Dateipfad steht. Als nächstes installieren wir pip. Mit python-m pip install --upgrade. Pip. Wie ihr sehen könnt, wird pip jetzt installiert. Pip ist ein Python-Installer für verschiedene Python-Packages und den benutzen wir in diesem Projekt. Wenn die pip installiert ist, gebt ihr als nächstes pip-install-torch ein, beziehungsweise wartet damit noch ganz kurz, denn ich erkläre euch ganz kurz, wofür die Torch da ist. PyTorch ist genau das Package, was wir brauchen, um die Neural Networks anzutreiben, beziehungsweise das Machine Learning. Und hierbei sind die meisten Probleme für mich aufgetreten mit der anderen Python-Version, deswegen checkt auf jeden Fall, dass ihr die richtige habt vor 3.9. Seid ihr auf pytorch.org, könnt ihr drüben auf Get Started drücken. Bei Get Started wählt ihr dann die jeweiligen PyTorch-Builds aus und auch welches Betriebssystem ihr habt und welchen Package-Installer.
Ich habe mich hier dann noch für CUDA entschieden, weil ich eine Grafikkarte habe von Nvidia, die die CUDA-Plattform unterstützt und damit manche Sachen wesentlich schneller gehen. Als letztes kopiert ihr euch den Code, pastet den einfach rein in eure Konsole und lasst das ganze Ding durchlaufen. Alternativ funktioniert das auch mit pip install torch ist gleich 1.7.0-f für den Pfad, den ihr wählt, und dann https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html. Die Links findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Ist alles durchgelaufen bei PyTorch? Gebt jetzt nächstes pip install mlagents ein und lasst das auch nochmal installieren. Das sollte auch relativ schnell gehen. Seid ihr fertig, habt ihr dann eine ganze Menge Daten in eurer Konsole drin. Um diese zu überprüfen und ob alles wirklich funktioniert hat, könnt ihr noch ein paar Comments eingeben. Mit pip install mlagents -use -feature 2020-resolver könnt ihr eventuell noch ein fehlendes Package installieren, sollte euch eine Fehlermeldung hier zum Schluss abgegeben werden. Dadurch, dass bei mir aber alles funktioniert hat, lasse ich das jetzt erstmal aus. Wollt ihr sicher gehen, ob alles installiert wurde? Gebt einfach mlagents -learn -help ein. Damit sollte sich das Hilfemenü von den mlagents öffnen. Sieht gut aus. Solltet ihr andere Probleme bekommen, dass beispielsweise eine CUDA-Library fehlt, sucht nach der genauen Version, die ihr braucht, auf developer.nvidia.com in dem Archive einfach und installiert aber auch nur die Version, die euch angezeigt wird. Dasselbe gilt für die CUDNN. Auch dort wieder ist es sehr wichtig, dass ihr nur die Version anzeigt, die von euch verlangt wird, weil es sonst eventuell zu Komplikationen führen kann. Habt ihr beide installiert, sollte das eigentlich alles funktionieren. Die CUDA-Sachen sind an sich auch nicht notwendig. Sie sind nur dafür da, dass ihr euer Projekt über eure Grafikkarte quasi lernen lassen könnt, was in den meisten Fällen schneller funktioniert. Es funktioniert aber genauso gut auch nur mit einem Prozessor. Habt ihr das alles gemacht? Geht als nächstes nun in Unity. Dort auf Window, Package Manager. Wartet kurz, bis die Packages gefetcht worden sind und überprüft dann anschließend, ob mlagents aktiviert sind. In meinem Fall sind beide schon an. Sollte dies nicht so sein, aktiviert diese bei euch. Wie ihr sehen könnt, sind wir auch schon drin. Öffnen wir als nächstes die Demo-Version. Hier geht ihr einfach unter Agents, Basics und Demos, beziehungsweise da in die Themes. Drückt ihr hier auf Basics, generiert sich für euch eine kleine Szene. Das war's auch erstmal mit dem Tutorial. Das nächste kommt leider erst am 22. Dezember, aber ich sag euch, nur falls wartet bis dahin, es wird auf jeden Fall noch verdammt cool werden. Ich hoffe, dass bei euch soweit alles funktioniert hat und solltet ihr Probleme haben, probiere ich mein Bestes, in den Kommentaren darauf einzugehen. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.